Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Kingdom Come Deliverance. So, meine Freunde, wir sind auf dem Weg, die Esther zu retten. Und ja. Ich hoffe mal, dass es auch so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ich meine, kannst du mir jetzt noch nicht so geübt. Aber wir könnten ja mal. Ein Hase. Hallo, Hasi. Na. Das will ich jetzt mal kurz ausprobieren, warte mal. Ich weiß, es ist nicht gerade uns, aber. Na. Na, 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 na. Heinrich. Oh, nochmal. Das hab ich schon diese Mod drin, ne, mit dem Dings und ich treffe immer noch nicht. Ist doch nicht möglich, ey. Bisschen höher. Ich zieh doch auch noch ganz gut hier, ne? Eieiei. Was ist hinten? Bursch? Schießen doch eigentlich schon ein bisschen geübt hier, ne? Das darf doch nicht wahr sein. Da sitzt der Hase schon so ruhig da und wir treffen immer noch nicht. Okay, viel höher zielen. Das war zu hoch wieder. Oh, ich hasse es so. Ich hasse so Sachen. Alter. Ja. Zerbrochene Pfeil. Aufheben, auf. Wir müssen unsere Pfeile aufheben hier. Ja, Bogenschießen, da müssen wir noch üben. War wahrscheinlich jetzt auch nicht gerade der beste Pfeil. Ne? Okay, Pebbles, wir sind immer noch auf dem Weg. Und es wird wahrscheinlich auch bald dunkel. Und das ist mein Plan. Es soll dunkel werden, dann werden wir uns umziehen. Und dann werden wir mal reinschleichen und schauen, dass wir die Esther befreien. Boah, und es regnet auch noch. Ja, da brauche ich bloß ein Fenster rausgucken. Da regnet es nämlich auch. Dann passt's ja. So. Jagdgebiet Rehe. So, schauen wir mal. Müssten eigentlich bald da in der Nähe sein. Es gibt mal ein bisschen Gas, Pappels. Wir können, haben doch nicht die ganze Tagzeit hier. Was ist denn das hier eigentlich? Ist das ein Jäger hier? Nein. Pappels, wir reiten hier runter. Ach, das wird mehr jetzt sein, denke ich mal. Und du kommst mal wieder nicht durch die Büsche durch. Ist ja normal, ne? Ein interessanter Ort. Na, das müssen wir uns angucken. Ein interessanter Ort. Wie die Füße rumtode. Okay. Interessanter Ort, warte mal. Was könnte da vielleicht irgendwas versteckt sein?
Sonderort. Wir müssen das hier mal kurz. Da liegen auf jeden Fall tote Fische rum. Okay. Ja. Ein interessanter Ort mehr, aber auch nicht, oder? Vielleicht doch. Oh. Ein verlassenes Feld hier, ne? Okay. Gut, ja. Ich lass mich schon wieder ablenken. Wir gehen weiter. Wir sind auch fast da. Da bin ich am Überlegen, ob wir da nicht zu Fuß hingehen. Ich glaube, so viel ich weiß, müssten wir ja auch noch ein bisschen Wild erlegen. Rehe und so weiter. Mal schauen. Vielleicht haben wir ja Glück. Einen schönen kleinen Waldspaziergang. Ja, ich habe mal jetzt so beschlossen, ich möchte mal ein bisschen auf die Schnellreisen ein bisschen verzichten. Einfach mal ein bisschen mehr Gefühl auch noch zu bekommen für die Gegend hier. Auch noch ein paar Sachen einzusammeln, was man so brauchen könnte, zum Beispiel so ein Fliegenpilz. Oder ein Schirmling. So, wir kommen mal wieder in die Nähe von Scarlet. Dann hoffe ich doch mal, dass wir jetzt dann die Esther finden. So, okay, wir gehen jetzt mal hier den Weg noch entlang. Hoffen wir, dass wir irgendwie da hochkommen. Kann ja leider nicht klettern, kann sich aber die Füße brechen. So, okay. Irgendwie müssen wir da hoch, da wird es sein. Wir nehmen mal das Schwert in die Hand. Sicher ist sicher, wir wissen nicht, was uns hier erwartet. So, da gehen wir jetzt hier mal hoch. Gucken wir mal, ob wir einen Weg finden. Das sieht schlecht aus. Na, ich muss hier irgendwie den Berg hochkommen. Hier kommen wir hoch, jawohl. So, jetzt. Da vorne ist es. So, warte mal, wir müssen unser lautes Zeug ausziehen hier. Kühlers.
Irgendwas ist hier noch laut. So, okay, den Rest können wir anlassen. Naja, das sehen wir ja aus hier. Okay. Ich nehme an, dass es dort ist. Hier muss es irgendwo sein, wo die Esther gefangen genommen worden ist. Okay, ist hier drinnen vielleicht irgendwas Interessantes? Da geht's abwärts. Kurbeln können wir nicht, okay. Ein Lager. Okay, ein Lager. Wir haben zumindest schon mal ein Lager entdeckt. Das sind alles solche Schächte. Hier muss sie irgendwo sein. Wir gehen mal hier Richtung diesem Lager hier. Und es trifft sich gut, dass es schon langsam ein bisschen dunkel wird. Wunderentdeckung, den dürfen uns nicht gleich entdecken hier. Oha, finde den Ort, an dem Esther gefangen ist. Okay. Rette Esther. Alles klar. Wir müssen jetzt hier ganz leise sein. Wer ist da? Oh, niemand. Okay, die schlafen noch nicht. Weg, 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 weg. Lauf, lauf, lauf. Wir verstecken uns hier hinterm Busch. So, wir haben den Ort auf jeden Fall gefunden. So, okay. Jetzt machen wir mal Folgendes. Wir warten mal, bis es 1 Uhr ist. Und dann müssten sie ja eigentlich schlafen. Ne? Dann schauen wir uns mal in dem Lager um. Die hatten es ja relativ schnell entdeckt hier. Ne? Wir brauchen auf jeden Fall noch andere Sachen, wo uns besser tarnt. So, es regnet. Sehr schön. Jetzt schauen wir doch mal. Ihr seht jetzt wahrscheinlich so viel wie ich, nämlich fast gar nichts. Aber... wir müssen schauen, ob wir das hinkriegen hier. Okay, das ist eine Hütte. So, die müssten doch jetzt eigentlich alle schlafen. Was sind denn da drin? Können mal versuchen, das Schloss zu knacken. So, gucken wir mal, wo... da. Na, ja. Sehr schön. Hallo, Esther. Ach, das war... Ich tue alles. Nur bitte, bring... Hab keine Angst. Ich hole dich hier raus. Vielen Dank. Psst. Komm mit. Okay, aber sei leise. Bringe Esther aus dem Lager. So, als wir haben es. Ich würde sagen, wir gehen direkt so wieder raus, wie wir hier reingekommen sind. Und wenn Esther in Sicherheit ist... Was ist hier los? Oh, oh. Auf, komm, komm, Esther, schnell. Hey! Schnell, Esther, lauf! Was ist das? Schnell, Esther, komm! Jetzt müssen wir mal kurz ins Questlog schauen. Ist das erledigt? Rettel, nee, ist noch nicht erledigt.
Es ist noch nicht erledigt. Wo ist Esther? Ah, Aufgabe fehlgeschlagen. Okay, dann müssen wir noch mal hin. Da ist wohl einer, wo noch Wache hält. Gut, das wäre ja zu einfach gewesen, ne? Das wäre ja zu einfach gewesen. So, wer hat mich da jetzt... Was ist hier los? Wo ist der? Wer hat mich da entdeckt? Was? Da schlafen. Sieh an, was da unter einem Stein hervorgekrochen kommt. Oh, hallo? Alarm! Schande. Nimm dein Schwert in die Hand, Alter. Schlagt Alarm! Seid vorsichtig! Du Hund! Ich schlachte dich ab! Ich glaub, nehme ab. Hauen ab. Hauen ab. Abhauen. Pebbles, komm. Pebbles? Was reiche Knie bekommen, was? Jesus! Okay, den haben wir. Auf, komm her. Okay, der Bogenschütz ist aber noch ein bisschen das Problem. Weiter weg, komm, auf. Lauf, 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 lauf. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo der Bogenschütze sich rumtreibt. Hey, ihr alle, hier sammeln! Schlagt Alarm! Können wir, einen Verband anlegen? Nochmal? So, dann haben wir zumindest mal die Blutung gestillt. Alarm! Wir sind auch außerhalb vom Kampf. Okay, jetzt brauchen wir mal noch was zum Trinken. Haben wir keinen Trank? Nahrung? Trank des Blockblutwein. Was macht der? Blockbluttrank. Ausdauertrank. 10 Minuten 50% erhöht. Trank des Nachtfalkens. Schirmling. Okay, wir werden den jetzt mal zu uns nehmen. Und Rang des Nachtfalkens auch. So, und dann haben wir mal den Vorteil zumindest. Zu den Waffen! Hier rüber! Dass wir was sehen. So, wir ziehen uns um, weil die haben es ja eh entdeckt. Inventar. Rüstung. So. Kyras. Verzierte Kettenhaube. Das Kettenhemd. Und das Kriegswams. Okay. Hier drüben! Wo sind alle? Schnell! So, wo ist er? Der Bogenschütze, den werden wir uns. Da ist er, oder? Nee. Was hat denn der? Schlüssel zur Hütte. Sehr schön. Den Rest lassen wir mal. Meine Gebete wurden erhört. Gerade wollte ich meine Wut an jemandem auslassen. Verdammt! Ich! Oh Gott. Alter, Alter. Musst du jetzt weinen? Okay, Blutung stillen, sofort die Blutung stillen und dann müssen wir schauen, dass wir
uns heilen. Also, was hat denn der? Hat er was? Schlüssel zur Hütte brauchen wir jetzt nicht mehr nehmen. Wappenrock. Der hat ja nicht wirklich was. Aber wir nehmen mal das teuerste mit hier. Wir nehmen nicht alles mit, nur das teuerste. Den hier nehmen wir noch mit, den werden wir nämlich verkaufen. So, und das kommt dann alles dann ins Pferdeinventar. So, okay, wir müssen ins Lager. So, ich hoffe mal, dass wir da jetzt keinen mehr haben. Ey, wir sind kurz vorm Tod. Ah, ist gut, dass wir den Berserker gekillt haben. Haben wir hier alle? Was ist denn hier drin? Nichts. Mal was essen, vielleicht hilft es ja. Halt, essen. Vielleicht hilft es, dass wir uns ein bisschen regenerieren. Okay, hat es hier eine Truhe oder sowas? Mal schauen. Schlossknacken. Wir brauchen halt irgendwas. Da ist was. So, hier. Okay, dass wir uns regenerieren. Was haben wir denn hier drin? Oha. Es ist mir aber erstmal wichtig, dass wir eigentlich fast alles mitnehmen. Hey, da diesen wertvoll. Der ist wertvoll. Das müssen wir dann alles bei Pebbles irgendwie unterkriegen. Sind absolut überladen jetzt. Okay. Absolut überladen. Okay, Rüstung. In die Satteltaschen. Dann werden wir uns vielleicht mal aufheben. Da kommt jetzt aber auch erstmal in die Satteltaschen. Reitsporen, die ziehen wir an. In die Satteltaschen. Jagdhandschuhe in die Satteltaschen, in die Satteltaschen. Handschuhe, sind die besser? Nee. Ab in die Satteltaschen. So, wir sind immer noch überladen. In die Satteltaschen. Modische Schwarten müssen wir uns da mal anschauen. In die Satteltaschen. Okay, was Waffen hier? Der kommt in die Satteltaschen. In die Satteltaschen. Dann noch jetzt, was so schwer ist, der kommt in die Satteltaschen. Das wiegt ja nichts. Was ist denn da jetzt, was so schwer ist? Kommt jetzt halt immer in die Satteltaschen her. Mein Pferd kann nicht mehr tragen. Na super.
1K, wow. Da haben wir aber. Okay, jetzt gucken wir, dass wir werden nicht alles plündern können. Es wäre halt echt cool, wenn wir jetzt noch was finden, wo wir uns regenerieren könnten. So, Esther, komm. Die tun dir nichts mehr. Ja. Wie hast du mich gefunden? Wir hoffen nicht. Florian hat mir gesagt, wo du bist. Ich bin so eine dumme Gans. Ich dachte, er wäre nur ein Gag. Dabei ist er ein Schuft, der mit Dieben unter einer Decke steckt. Er wusste die ganze Zeit, wo ich war. Es ist nicht seine Schuld. Es ist nicht seine Schuld. Er hatte schreckliche Angst, dass dir etwas zustößt. Sie hatten ihn in der Zange. Du hast wohl recht. Der arme Florian hatte bestimmt mehr Angst als ich. Vermutlich. Wir sollten aufbrechen. So, ja. Ich begleite dich. Ich möchte dich nicht allein lassen. Ich hoffe mal, dass wir nicht nochmal überfallen werden. Und dann müssen wir uns auf jeden Fall regenerieren. Das machen wir aber in der nächsten Folge dann. Oh, Fundsachen. Müssen wir auch mal schauen, was das ist. Zum Rattaier Pfarrhaus. Okay. Alles klar. Gut. Wer ist da? An. Oh, mal das Schwert wegmachen hier. Wir begeben uns jetzt mal direkt ins Badehaus und lassen unsere Wunden verheilen. Ich hoffe, dass da jemand da ist. Und ja, in der nächsten Folge werden wir dann mal schauen wegen den Fundsachen. Wir müssen dann auch mal ein bisschen Zeug verkaufen, aber da ist jetzt keiner. Kein Mensch da. Ich bin in einem privaten Bereich. Kann man hier irgendwo schlafen? Okay, gut. Wie spät? Warte mal bis 7 Uhr. Mal gucken, ob der da ist. Und dann lassen wir uns wiederherstellen. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Jetzt reicht's. Ich habe diese Emporkömmlinge satt, die glauben, sie stehen über dem Gesetz. Erzähl mir nicht, du weißt nicht, dass du nachts ein Licht tragen musst. Das wird teuer. Du wirst lernen, dass Verbrechen sich nicht lohnen. Alter. Ja, komm, dann müssen wir bezahlen. Das kann ich schon tun. Bitte sehr. Du hast dich vor dem Gesetz geläutert. Aber ich behalte dich im Auge. Darauf kannst du wetten. Ergib dich! Du bist ein Verbrecher und wirst verhaftet. Was denn? Was hast du hier zu suchen? Oh, Alter. So Fackel. Gut, also ich wollte mich hier verabschieden. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.